Hallo und herzlich willkommen bei die Geheimakte Venus, Geheimakte Tunguska. Nein, ich weiß es gar nicht mehr, wie das Spiel heißt. Sehe ich das irgendwo, wenn ich hier auf Escape-Menü? Müsste ich jetzt ins Hauptmenü gehen? Nee, ich habe gerade keine Ahnung, wie das Spiel heißt. Die gestohlene Venus, glaube ich. Geheimfälle, die gestohlene Venus. Ich wusste es. Ich wollte euch nur auf die Probe stellen, ob ihr es auch wisst. Ja, wir wurden gerade von Beatrice Amicelli oder wie auch immer sie hieß, hier runter an ihr Bootshafen-Dings-Hausboot geschickt und sollen jetzt hier aufräumen, damit sie sich da wieder wohlfühlen kann, weil wir natürlich hier Spaniens oder Italiens Putzfrau sind. Teure Putzfrau, aber so ist es. So, und ich habe jetzt das Gefühl, dass dieses Herz dort zum Beispiel nicht hingehört. Ja, so ist das. Und jetzt darf ich hier anscheinend die ganzen hier, finde alle Unterschiede, 17 Stück. Bin ich einsame Spitzenklasse drin? Hier, da fehlt was. Achso, das muss ich dann klicken. Okay, ich dachte, ich müsste es hier so nur auf der Seite, aber hier darf man nicht so viel denken in dem Spiel. Hier muss man einfach handeln. Ja, das ist Action, das ist pure Spontanität. Ja, so sieht's aus. Okay, jetzt muss ich mal aufhören zu reden. Hier, das ist... Ey, aber wieso denn? Ach so, das ist ein... Ich dachte hier, das wäre... Ach so. Guck mal, das ist da. Das ist natürlich immer doof, weil dieses Dingsbums hier davor ist. Schweinerei. Okay, das ist da auch noch eine Pizzascheibe. Pizza. Heute gab es bei mir auch was zu essen. Ja, ich habe heute Enchiladas gemacht. Mexikanisch. Kennst du? Kennst du Enchilada? Kennst du, oder? Kennst du nicht? Ein B. Müsst du probieren. Lernst du kennen. Irgendwie so. Bescheuerte Werbung von diesem blöden Typen. Den alle so schrecklich witzig finden. Oder seine Freundin. Wenn mein Freund mich so bloßstellen würde in aller Öffentlichkeit, ich weiß ja nicht, ob ich das so toll fände. Aber die Freundin von Mario Barth kennt ja auch irgendwie keiner. So, jetzt brauchen wir noch 11. Oh, da ist eine Melone. Schön. Das wird ein ziemlich schnelles Suchspiel, merke ich gerade, weil ich da... Ah, da ist ein Handschuh. Da ist ein T-Shirt. Okay, okay, da ist ein Pömpel. Ein Pömpel. Liegt da halt immer so rum, so ein Pömpel im Baum. Nach der Katze geworfen wahrscheinlich. Oh, jetzt habe ich Schluck auf. Ist ja klar, ich beginne ja ein Let's Play. Natürlich muss ich Schluck auf haben. Wie auch sonst. Ich will mal die Glocke anklicken. Ich habe irgendwie das Gefühl, die gehört da nicht hin, aber die gehört da ja hin. Na gut. Okay, schauen wir weiter. Oh, da ist ein Schloss. Boah, sind das fiese Sachen. Also manche Sachen, wenn die so durchsichtig sind und so mini klein. Und ich bin auch schon alt. Morgen werde ich im Übrigen noch... Also heute ist... Während der Aufnahme heute ist morgen. Morgen, wenn ihr versteht, was ich meine. Wenn ihr das hier seht, ist wahrscheinlich schon längst vorbei. Jedenfalls bin ich... werde ich morgen älter. Und wenn ihr es gesehen habt, bin ich schon älter geworden. Ja, so ist das. Der Zahn der Zeit. Der nagt an mir. Und ich sollte weniger quatschen und mehr hier irgendwelche Hakenwinden aktivieren. Aktivieren? Auswählen. Feuerlöscher. Blume. Dings. Scheiße, ich finde schon nichts mehr. Ich fange schon an zu fluchen. Und das in einem Wimmelbildspiel. Und hier ist bestimmt noch irgendwas im... Aua, da, ich wusste es. Ich kenne euch, ja. Ja, ich kenne euch, ihr komischen Game Designer. Ich weiß genau, was läuft. Okay. Ja, spannend. Doch, doch, schon spannend. Also ich finde, doch, oder? Weil wenn man suchen muss und quatschen, dann dauert das immer 5 Jahre länger. Und ihr denkt wahrscheinlich schon, Alte, halt's Maul und wähl hier das schöne Dings aus. Ah, da, oh, das war zu groß. Das konnte ich nicht sehen. Große Dinge kann ich nicht sehen. Ich habe große Augen. Was? Nein. Red schon wieder Blödsinn. Nur noch 2. Okay, wir gehen jetzt mal von Eck zu Eck. Also da und da. Da und da. Habt ihr es schon? Mhm, habt ihr es schon gefunden? Also wenn das Spiel jetzt hier, wenn ich jetzt noch hier eine Viertelstunde suche, dann könnt ihr mir nachher gerne in die Kommentare schreiben, wo ich denn was übersehen habe. Aber ich hoffe einfach mal, dass ich die 2 Dinge jetzt noch finden werde. Ich hänge aber auch immer an den gleichen Sachen. Hier an diesem Knubbel bleibe ich immer hängen. Der Feuerlöscher. Mann, Mann, Mann. Aber das, was ich finden soll, finde ich natürlich nicht. Jetzt muss ich mal ein bisschen weniger ratschen. Schnacken. Quatschen. Labern.
Und mehr so. Ah, da. Eat this. So, jetzt nur noch eins. Das wird ja einfach sein, das letzte. Das habe ich jetzt absichtlich übrig gelassen. Um hier die Spannung ein bisschen hochzutreiben. Klappt auch gut, oder? Ich sehe euch schon. Fingernägel count. Vor dem Monitor sitzen. Und meinen Namen schreien. Oh mein Gott. Würde ich auch tun an eurer Stelle. Bin ich mir ziemlich sicher. Wenn ich mir, ich habe mir auch von einem Let's Player, ja, von einem etwas bekannteren Let's Player, habe ich mir auch so ein Wimmelbildspiel angeguckt. Und da saß ich auch immer davor, klick doch da links, du Idiot. Aber spiel mal selber und quatsch dabei. Ich kann ja nicht viel drum klicken, dann werde ich ja mal wieder gesperrt. Was ist das da eigentlich? Ach, das ist auch da vorhanden. Okay. Oh je. Yeah. Irgendwo im Baum? Irgendwo hier im Baum? Es kann sich nur um Stunden handeln. Um Stunden. Hier der Feuerlöscher. Der ist es doch. Nicht. Ja, und sonst so? War gut euer Tag? Ja, war schön. Das freut mich. Hier auf dem Schachbrett irgendwas? Nee, da. Nee, Schachbrett. Nein. Oh, da im Wasser ist da irgendwas. Oh, das Wasser bewegt sich sogar. Das fällt mir jetzt erst auf. Ich dachte schon, mir wäre jetzt schwindelig und das Wasser würde sich gar nicht bewegen, sondern mein Kopf. Ach, guck mal hier, Tipp. Hä? Nee. Nee. Da. Das möchte ich jetzt mal. Das möchte ich jetzt mal hier näher euch nahe bringen. Also, da. Ja, da ist so ein Ding. Da ist das Ding nicht. Das ist der Unterschied. Was soll das sein? Ein Fisch? Ach, ein Metallding. Henkel. Gott. Es scheint, als sei jetzt alles in Ordnung. Beliebige Taste drücken. Dann nehmen wir doch die Maus. Taste. Mann. Laden. So, wir dürfen immer nur... Ich dachte, wir dürfen mal irgendwie nach Hause ins Hotel oder so. Wir durften uns doch mal entscheiden. Oh, wie es wohl gewesen... Oh. Signora Beatrice, der Steg ist wieder begehbar. Wie schön. Und die bekommen ihre Skizze. Ja, warum sind die eigentlich so scharf? Also, auf die Skizze meine ich natürlich. Ach, wissen Sie, die erinnert mich an etwas, an meine Skizzen aus der Psychiatrie damals. Wo haben Sie die eigentlich her? Na, die hat mir Signora Falestra, die nette alte Dame von der Farm, geschenkt. Weil ich ihr hin und wieder helfe. Da stehe ich nämlich dann auch rum und grinse. Oh, so, von der Farm, diese Skizze. Ja, also ich frage mich tatsächlich, was frage ich mich? Nein, ich frage mich, ob sie tatsächlich von Botticelli selbst sein könnte. Was für ein schöner Himmel. Himmel? Oh, was für ein schöner Himmel. Er sieht aus, als würde ich nicht richtig hier reden können. Und die Sterne mir zuzwinkern. Ich sollte mich ein bisschen entspannen. Oh je, was kommt denn jetzt? Jetzt kommt ein bisschen Meditation. Versuche die Reihenfolge des Aufleuchtens der Sterne zu wiederholen. Okay, Leute. Jetzt aufgepasst. Puh. Okay. Oh. Ma. Gut gemacht. Oh Gott. Oh je, habe ich schon vergessen. Ma. Gut gemacht. Sogar Singunterricht dabei. Aha. Oh Gott. La. Hallo. So viel Gesinge. Oh, der große Bär. Oh, was hat denn der für einen Schwanz? War das der große Bär? Was soll das sein? Ah, egal. Und dann, wie habe ich denn den? Oh, ich weiß es nicht mehr. Professor Albinoni, ich brauche wieder Ihre Hilfe. Was kann ich für Sie tun?
Ich habe mir hier eine Skizze gefunden und ich möchte mehr darüber herausfinden. Sie sind doch mein Psychiater. Ist eventuell die Zeichnung von Botticelli selbst? Und was bedeuten die Zeichen, die drauf sind? Ich werde sie Ihnen durch das Telefon schieben. Ah. Oh. Ich bin... Mann, Sie sind doch blöd, ey. Signora Di Porta, das kann ich doch nicht am Telefon erkennen. Ach so, ja, stimmt. Blöd, mein Fehler. Naja, dann kommen Sie doch einfach mal hierher. Nach Arschhausen. Ich kann das nicht aussprechen. Nach Castigliano Basso. Oh, eine Studienreise auf Kosten des Staates. Super. Wie aufregend. Ich mache mich sofort nach meiner Römerstunde auf den Weg. Das könnte nicht schaden, wenn ich mich noch einmal bei der Farm umschaue. Ich habe da sowas im Urin. Mal schauen, ob ich hier einen Hinweis finde. Worauf eigentlich? Keine Ahnung. Habe ich hier nicht erst aufgeräumt vor kurzem? Er sieht schon wieder aus wie Scheiße. Okay, was müssen wir finden? Alle Objekte aus der Liste. Ich muss hier ganz schön oft irgendwelche Sachen finden, oder? Kasse, Flugzeug, Getränkedose, Bär. Ach, wer... Nee. Das sagt ihr mir jetzt erst. Guck mal, da sehe ich die Silhouette. Das ist die Kasse. Ist doch ganz klar. Aber ich glaube, das bringt mich jetzt mehr durcheinander, als dass es mir hilft. Okay, Kasse. Ist egal, ich kann die Kasse, Flugzeug, Getränk, Bär, Zaun, Besen, Baseball, Kerzensteiner. Besen. Besen? Mannung. Zaun. Dings, Bums. Da. Haben wir schon mal den Zaun. Da ist schon mal der Besen. Das könnte die Kasse sein. Nee. Ach, ist ein Pömpel. Nein, natürlich war das gerade das alles. Ah, da ist ein Besen. Aber. Das ist doch. Nee. Der soll anders aussehen. Wie soll er denn aussehen? So soll er aussehen, natürlich. Man hat ja Ansprüche. Ah, Baseball. Aber. Das ist doch. Ach, der Ball. Ah, nicht der Schläger. Ups, mein Fehler. Ja, das kann halt mal vorkommen. So, kann ich hier mal ein bisschen ranzoomen? Nee. Wäre aber hilfreich. Eine Säge, eine Ananas, Schachfigur, ein Ring, ein T-Shirt. Meine Fresse, wie es hier aussieht. Eigentlich wäre jetzt schon längst das Sozialamt vorbeigekommen und hätte die arme alte Dame in ein Altenheim gesteckt. Da ist der Baseball. Da ist die Kasse. Mann, wie sieht der Zaun aus? Den müsste ich doch eigentlich auch finden. Der Zaun ist doch da. Ein Zaun? Man wird doch wohl einen Zaun finden. Nein, wird man nicht. Ach, man findet schon einen Zaun. Besen, Cowboy, Cowboy-Hut. Cowboy? Ach, einen ganzen Cowboy, natürlich. Ein ganzer Cowboy? Ja. Der steht hier so rum, der Cowboy. Da ist er doch. Wusste ich doch. Funkgerät. Das habe ich gesehen. Vase. Die habe ich auch gesehen. Da. Schutzhelm, den habe ich auch gesehen. Oh, jetzt habe ich einen Lauf. Banane, Schwimmer. Schwimmer habe ich gesehen. Da. Banane, Besen, Zaun. Jetzt läuft. Wecker ist da. Komm schon, gib mir mehr. Seil, Schachfigur, Biene. Oh, scheiße, davon habe ich aber noch nichts gesehen. Seil. Schachfigur, Biene. Seil, Schachfigur und Biene. Ja, ist eine Pfanne. Brauchen wir nicht. Das ist eine Pfanne. Ah, bestimmt ist es wieder so durchsichtiges, circa 2 mm großes Bild einer Biene. Großes Bild. Eines, was würde ich sagen? Keine Ahnung. Sichel, Hammer. Hammer oder Hammer nicht? Oh, das ist... Sorry, die Witze heute, die... ja, vielleicht lasse ich es auch lieber. Vielleicht mache ich hier auch mal ernst. Ich muss ja auch mal ernst spielen. Kann ich immer irgendwie versuchen, Witze zu reißen. Ist ja nicht so, als wäre ich witzig. Ich versuche es einfach nur.
Kläglich. Können wir einen Tipp holen? Können wir mal einen Tipp? Oh, jetzt brauchen wir den Kampf. Den Teddy? Ach, das ist der Bär. Oh Mann. Na, habt ihr mich schon angeschrien? Zaunbesen, Banane. Natürlich das Offensichtlichste. Das mit dem Zaun macht mich ein bisschen kirre. Weil ich meine, so ein Zaun ist ja jetzt nicht gerade klein. Gut, ein Flugzeug ist an und für sich auch nicht gerade klein. Da ist eine, hier ist eine, ne? Weißt du was? Rasierklinge. Da ist der Zaun! Ah, da ist der Zaun! Besen, Banane, Schachfigur, Flugzeug. Besen, Besen sei es gewesen. Den habe ich schon irgendwann mal gebracht. Wie sich alles wiederholt. Der Besen ist bestimmt wieder irgendwie so versteckt im Rohr. Das Knochen. Da, was ist das? Was ist das? Ah ja, die Münze. Natürlich. Da ist ein A. Da ist ein Seepferdchen. Was? 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 Das ist doch ein Seepferdchen. Schachfigur, ein Seepferdchen? Was? Was ist das für ein Schach? Ariels Schach oder was? Okay, dann ist das hier ein Flugzeug, weil das hat ja Flügel. Blödes Spiel, blödes. Nein. Nur manchmal. Ein bisschen. Sehr. Da ist ein Hund. Ist das der, der bellt? Das ist nur der Schatten vom Hund. Was ist da hinterm Stuhl? Ich tue jetzt wieder alles an. Ist mir doch egal, wenn ich gesperrt wäre. Sperr mich doch. Flugzeug, Besen, Banane. Also so langsam. Flugzeug, Besen, Banane. Da ist eine Schleife. Da ist Flagge, Trommel. Gib mir einen Tipp. Alter, Leute. Ich meine, okay, das Flugzeug habe ich jetzt gerade dadurch auch gesehen. Aber Banane? Also im Ernst, Banane? In welchem Universum? Okay, das muss echt... Also der Besen ist dann jetzt hier zwischen den Äpfeln. Nein. Das ist ein... Dann ist der Besen hier drin. Das ist der Besen. Also, das Spiel bringt mich echt viel zum Machen. Ist das der Besen? Was ist das der Besen? Ich klicke jetzt alles an, was irgendwie ein Besen sein könnte. Da ist er doch! Das könnte ein Besen sein, oder? Da ist was. Oh mein Gott, was ist das denn? Das ist die Geburt der Venus! Was soll das? Merkwürdig. Es scheint, als hätte der Dieb versucht, mit der schlechten Kopie etwas anzustellen, was nicht funktioniert hat. Und was genau er versucht hat anzustellen, das, meine Lieben, das erfahren wir erst in der nächsten Folge, die genauso super spannend sein wird wie alle Folgen davor, weil dieses Spiel so super spannend aufgebaut ist. Ich würde sagen, ich hoffe, es wird irgendwann nochmal ein Remake geben, und zwar von EA und Bioshock zusammen. Das wäre ein Traum. Also, ich bin raus. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.